Ein herzliches Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession in 2K und Ultra-Ultra-Einstellung und mit mir von New York Gameplays als Hobby. Wir stehen vor der nächsten schwierigen Herausforderung, nämlich lebend hier über die Kluft zu kommen. Und da bin ich echt mal gespannt. Oh, warte nochmal. Die Dinger können wir noch einsammeln. Oh mein Gott. Los geht's. Das Spiel ist verrückt. Okay. Ich muss vorsichtiger sein. Wieso? Es hat doch gerade so einen Spaß gemacht. Da wollen wir nicht runter, nein. Der Wasserfall ist schön. Da kann man hin. Boah, der Blick ist einfach fantastisch, ey. Ich glaube, da machen wir nochmal ein Savey. So, was haben wir denn hier so alles? Dreh? Achso. So. Damit hätten wir doch alles. Junge, Junge, weiter geht's. Wo springen wir zuerst hin? Dahin, dann. Da haben wir noch so Haken. Und da. Können wir nicht schon direkt da einspringen? Warum? Ich muss weg. Bleib doch mal still. So. Ah, scheiße, so früh losgelassen. Ah. Wow. Alles geht nach. Oh, ja, 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 ja. Das war knapp. Ihr verrückten Spieleentwickler. Ich brauche noch ein Lager. Ein Schwalbensprung. Okay. Dann wollen wir mal. Turmsprung. Alle Schwalbensprünge ausführen. Eins von vier. Wow, ist das Wasser hier klar. Das sind große Fische. Sind wir hier überhaupt? Okay, da geht's lang. B.
Bitte was? Was habe ich da gesehen? Ein Lama? Eieiei. Achso, hier ist Wand. Ich gucke gerade nach Überlebensverstecke. Und Erzadern. Ich weiß, an der Schrägen wird es wahrscheinlich kein Überlebensversteck geben, aber vielleicht... Ja. Okay, eine Erzadern habe ich jetzt nirgendwo gesehen. Doch, da. Guck an. Hast du nicht gesehen? Sehr schön. 5 Erz. Da geht's hoch. Alles hey, klar. Das hat man doch gesehen gehabt hier unten. Genau. Ein Fröschchen. Was haben wir denn hier noch so? Ein Mülleimer. Fischis. Da haben wir noch Erz. Guck mal an. Das ist aber kein Gold. Ist dann bestimmt das Jade. Jadeerz. Dieses wertvolle Mineral wird hauptsächlich unter Wasser in den Erzadern gefunden, wird für Geschäftshändler benötigt. Ja, sehr schön. Dann gehen wir wohl mal weiter. Knochen. Einige Knochen. Die verborgene Stadt. Weg zur verborgenen Stadt. Die Schlange mit dem Silberauge finden. Ich habe sie gefunden. Die verborgene Stadt. Ich suche jetzt nach der Schlange mit dem silbernen Auge. Na, dann suchen wir mal. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich weiß noch nicht, wo ich hier zuerst hin soll. Oh, kann ich einsammeln. Fehlende Ausrüstung. Für den weiteren Fortschritt ist das Seilaufstiegswerkzeug erforderlich. Okay. Dafür habe ich nicht genug Platz. Da hinten leuchtet's. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich glaube, jetzt gibt's hier wieder viel einzusammeln oder zu suchen.
Es will natürlich geschaut werden, ne? Hier ist eben gerade, habe ich gesehen, vom Weiten was reingelaufen. Wir nehmen mal sicherheitshalber die Waffe. Oder warte mal. So, da haben wir's. Ist voll. Wow. Nein! Ab wo fange ich an? Ich habe E gedrückt statt F. Oh. Hatte ich irgendwo ein Lager? Nee, ne? Scheiße. Oh nein! Okay, das wird natürlich vorgespult. Wir sehen uns gleich wieder. So, hier bin ich wieder. Tja, wir sind wieder hierher zurück. Ha! Ich hab's ihn erwischt. Mal gucken, was es war. Jetzt sammeln wir natürlich erstmal hier wieder alles ein. Ich wusste, dass da was reinrennen wollte. So, ich glaube, hier hinten war irgendwo Erz zu sehen, ne? Da. So, hier unten mag aber, glaube ich, nichts mehr. Nee, nur dieser Mülleimer. Vergessen wieder meine Zeit auf Fortsetzen zu drücken. Oh. Ein schwarzes Tier. Nein! Nicht schon wieder! Nein! Ich will mich heilen! Ich wollte mich heilen! Verdammter Mist! Ich hoffe, das war's. Oh. Diese Wölfe sind echt heftig. Oh, Glitzerfell. Seltene Tierhaut, legendäre Jägerin. Oh, cool. Zwei schwarze sogar. Oh, plus 6, wow.
Das ist kein wirkliches Maschinengewehr, was ich da habe. Das ist eigentlich nur ein normales Gewehr. So, hier haben wir eine Forschertasche. Das ist auch schon mal klasse. Was haben wir denn? Geheimnis entdeckt. Ah, der Wolf. Ah, guck. Sieh's an. So, da haben wir hier noch eine Krypta. Okay. Mit einem Überlebensversteck. Hier haben wir noch eine Dübsche. Oder Mülleimer, wie auch immer. Hier haben wir noch einen Kadaver. Und wir haben dann wieder einen Fähigkeitspunkt bekommen. So, das war's. Oh, guck mal, da geht's auch noch hin. Wo sind wir jetzt hier? Oh, Jade. Achso, das war's. Na gut, Jade gibt natürlich wahrscheinlich gut Geld. So, ich werde jetzt erstmal schauen, ob es hier irgendwo ein Lager gibt. Ich glaube sogar, hier gibt es sogar eins. Ich glaube auf der direkt anderen Seite. Man sieht sie nur leider nicht. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ah, das kann ich aber wieder einsammeln. Von wegen alles voll. Oh. Schwarzpulver. Und Gold. Da kann man nichts machen. Da ist das Lama. Falls es das Lama war, was uns auf der Karte angezeigt wurde. Jupp, jetzt ist grau. Alles klar. Entschuldigung, Lama, aber ich musste das natürlich machen, damit es nicht mehr weiß ist. Die wollen doch alles gemacht haben. Und hier gibt es doch kein Lager. Das ist natürlich doof, aber hier liegt was. Vorsatz, Vermächtnis, ein Tagebucheintrag. Gestern musste ich auch das letzte Maultier töten. Es hatte sich ein Bein gebrochen, also hatte ich keine Wahl. Aber ich glaube, ich habe es gefunden. Ich bin auf ein verlassenes Dorf gestoßen, das Set sein muss. Ich wünschte nur, Vater wäre noch am Leben. Ich werde hier über Nacht Rast machen und den Ort morgen gründlich durchsuchen. Die Welt wird erfahren, dass ein Forset die verborgene Stadt gefunden hat. Okay, der ist aber weit gekommen. Wir erinnern uns ganz am Anfang, wo wir abgestürzt waren mit dem Flugzeug. Da haben wir schon Tagebuchanträge von Forset gefunden. Kannst du das Fell hier nicht mitnehmen? Nö, ne? Am Mülleimer? Hallo? Bitte was? Okay, da oben gehen wir erst zum Schluss hin. Wer ist da? Hallo?
Wo sind wir hier? Man sieht hier ja kaum etwas, ey. Wo geht's hier hin? Achso, zu dem Herausforderungsgrab oder Krypta, was auch immer. Wollen wir das erstmal machen? Nee, von hier komme ich hier nicht hin. In der Feder liegt die Ruhe. Konda-Fäden. Wunderschöne seltene Feder eines Kondas. Dienstleister und seltene Outfits mit speziellen Fähigkeiten. Ah ja. Es war wohl auch so eine Aufgabe, habe ich unten links gerade gesehen. Nur ganz kurz, weil es mir da unbedingt sagen wollte, was es für Federn sind. So, wir haben gesehen, hier oben war wieder so ein Turm, wo wir runterspringen müssen. Dann schauen wir uns hier doch mal um. Mal gucken, was wir hier so haben. Pilze. Noch mal ein paar. Oh, kann ich einsammeln? Okay. Okay, aus einer Krypta kommen wir eigentlich auch immer hier wieder raus und mal reingehen. Das heißt, wir machen ja erstmal die Krypta an, dann können wir den Sprung machen. Sonst müssen wir so gesehen einmal zu viel wieder hier hochklettern. Und hier schon. Oh, was ist das für eine Falle? Kennen wir, glaube ich, schon. Hat uns nicht zu kriegen. Ist voll. Das Wasser sieht tief genug aus. Zum Runterspringen, aber ich will erstmal nicht. So, das war's erstmal mit Shadow of the Tomb Raider mit diesem Teil. Oder? Nee, ich glaube, ich bin ja gestorben, ne? Und da musste ich ja wieder den ganzen Weg zurück. Das stimmt also meine Aufnahmezeit nicht. Machen wir noch so 2-3 Minuten. Oder wir machen einfach die Krypta hier fertig. Mal gucken. Das ist eine Gedenkstätte. Chucky der Weber. Chucky einen Umhang aus feinster Wolle für uns bereithalten, sobald wir die jenseitige Welt betreten. Okay. Hier geht's nicht durch. So, wo geht's hier hin? Auch runter. Statt zu springen, laufen wir mal lieber runter. Man weiß ja nie, was einen da unten erwartet irgendwie. Hier haben wir zum Beispiel Jade. Das war schon mal nett. Lara, wie wär's mit Licht? Einfach nur so zum besseren Verständnis, was man hier so sieht. Oh. Ich kann nur etwas mit Jade entziffern. Echt? Ich kann nur etwas mit Leichen entziffern. Und ein... einsortieren in die Regale oder sowas. Das könnte ein Nachruf auf die Menschen sein, die hier bestattet wurden. Mhm. Wenn es um das Jade ging, was ich mir eben gerade geklaut habe, tut's mir leid. Zurückgelegen kann ich ja leider nicht mehr. Gibt es denn noch mehr Jade oder so? Huch, eine Statue. Noch mehr Statue? Oh. Okay. Luft.
Da haben wir doch was. Direkt in der Mitte. Was haben wir denn da? Okay. Haben einiges voll. Mehr scheint die aber wohl nicht zu sein. Gut, wir haben jetzt schon zu lange gebraucht. Wir tauchen erst noch einmal auf. Auftauchen. Okay. Und dann sage ich aber jetzt, das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession mit mir von Nöhr Gameplays als Hobby. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir natürlich mit dem Daumen nach oben zeigen, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr neu seid, sogar plus einen Abo. Und dann würde ich mich auch auf jeden Fall freuen, wenn ihr mein Abonnent bleibt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil, beziehungsweise bei anderen Let's Plays von mir. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der Kanalseite, mit meinen anderen Let's Plays auch. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst wieder, also morgen so gesehen. Bis dahin auch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Achso, das war von Nöhr Gameplays als Hobby. So, tschüss.